Jetzt, wo wir alle Mitglieder dieser Crew gefunden haben, lassen sie uns doch bestimmt nach oben zum Leuchtturm, oder? Ja, seid ganz gut. Hätte nicht gedacht, dass ihr das ganze Team Wirt finden würdet. Also okay, ich kann ja zum Leuchtturm. Mal sehen, ob ihr in der Sache gewachsen seid. Also wir machen das Tor jetzt auf, ja? Ja, dann mach mal bitte auf. Bei diesem Tor gibt's hier einen kleinen Trick. Passt mal auf. Auf die Plätze. Fertig. Los! Also man muss die Wand anschreien. Das hätten wir auch machen können. Aber okay, danke. Yeah! Das war der Trick. Man muss zu viel drücken. Und zu viel schreien. Wer zuerst am Leuchtturm ist, gewinnt. Hey, das ist geschummelt. Warte. Hä? Und was mit euch? Autsch, ich hätte mir fast den Finger eingeklemmt. Hübke und Rolf, immer voll in Hektik. Ja, das ist wirklich ein seltsames Team. Werden wir mehr von denen sehen? Fände ich es gut, mehr von denen zu sehen? Ich habe keine Ahnung, was ich denken soll. Au, wieso tut mir vom Fehlen rumrennen? Der Bauch weh. Dann renn halt nicht so viel rum. Chill mal. Ihr macht dir so ein Chaos. Ach, ob es wirklich so schlau ist, allein fahren wegzurennen? Aber ich habe keine Angst. Nein, kein Stück. Ich bin das Weh in Wirk. Jawohl. Hey, ihr habt euch ja schön Zeit gelassen. Aber okay, wir sind jetzt am Leuchtturm, wo die Vögel die Leute hinbringen. Echt? Hier hin? Wieso das denn? Ich hätte schwören können, ihr würden die zum Giga-Leuchtturm bringen. Weil der auch eine Mauer ist. Ah, die drei sind da. Gut. Bring ihn zu den anderen. Wir am Tanzen ist. Eine erkleckliche Menge an Leuten. Meister Steckdorf wird zufrieden sein. Wir sind die Dreiertruppe mit der Erfolgsgarantie. Dratus! Klinker! Stecko! Man nennt uns die Ausfallbrigade! Meister Steckdorfs willige Gesellen! Er träumt, wir liefern. Hä? Ah, Meister Steckdorf! Abfallbrigade. Was? Das klingt aber abfällig. Unfallbrigade. Meister, sprich mir nach. Ausfall. Unfallbrigade. Das war der Name. Meister, merkt euch bitte, wir sind die Ausfallbrigade. Namen haben keine Bedeutung für mich. Dann ist jetzt wohl kein guter Zeitpunkt, unseren Namen zu wiederholen, Meister. Warte mal, die kenne ich doch. Das sind die verdächtigen Typen aus der Stadt. Und wir haben sie am Giga-Leuchtturm gesehen. Ihr zwei, ihr habt euch eingemischt. Das empfinde ich als störend. Wer ist dieser Vogel mit dem Cape, hä? Soll das euer Boss sein? Ihr braucht gar nicht so viel zu gucken. Und sie jagt dir keine Angst ein. Das sind Mario und Luigi, die stärksten Brüder überhaupt. Die ziehen euch jetzt die Faxen lang. Alles okay, Mats? Eure Befehle, Meister Steckdorf. Ich werde anderswo gebraucht. Kümmert euch drum. Ich erledige das, Meister Steckdorf. Lass den Typen mal ausreden. Du Stinker. Verzeihung, Meister. Ich bin Klinker, nicht Stinker. Ich könnte... Klappe, wir zwei werden auch woanders gebraucht. Und wer, du machst einen Rückzieher. Du hast gesagt, du erledigst das, Stinker. Lass das, du weißt genau, wie ich heiße. Ach ja? Ich hau ab. Ach, auch egal. So, jetzt seid ihr fällig. Ihr seht euch dem Meisterhirn der Ausfallbrigade gegenüber. Mir, Klinker. Ich diene Meister Steckdorf, dem Gebiete über ganz Konektania. Außerdem riesiger Elvis-Fan. Rosa Ferkel, roter Nasenhaarzüchter, grüner Nasenhaarzüchter. Eure Störversuche waren erbärmlich und sie enden hier und jetzt. What? Der Bosskampf gegen ihn? Wir hatten gerade erst einen, aber okay. Dann let's go!
Aha. Oh. Okay, das muss ich noch ein bisschen lernen. Interessant. Ist auch nur Stefan. Schaut euch das an. Der ist Level 14. Wir hatten aber letztens Gegner, die Level 15 waren. Also ich bin da wirklich verwirrt. Sind die Missionen, diese Sidequests vielleicht einfach schwierigere Sachen, die man machen kann? Machen wir mal den roten Panzer und schauen, wie viel Damage es macht. Ich habe wirklich keinen Bossgegner jetzt noch erwartet. Machen Strikers mäßig. 122 Damage gegen ihn. Der Typ hat keine Verteidigung. Oder kein Angriff. Weil er hat uns kaum Schaden gemacht. Aber diese Vögel. Na gut, Level 13 nur, aber trotzdem sind sie ein Dorn in meinem Auge. Wahrscheinlich können wir nur auf die drauf springen. Wir sollten erstmal auf die Vögel gehen. Sonst sind das zu viele Attacken auf einmal. Das wird sonst nur noch stressig. Oh. Ah! Ah, der bounced. Die greifen gemeinsam an die Vögel. Das ist auch interessant. Das haben wir auch nicht gesehen, glaube ich. Da, er ist fast down. Komm schon, jetzt! Yes! Der lebt noch? Er ist fast down, aber ich lasse ihn mal am Leben. Vielleicht macht er ja einen Angriff, den man kontern kann. Darauf poker ich jetzt. What the? Oh, weiter geht's! Hey! Da! Ah! Ich mag die Voice Lines, das ist cool. Oh, ich hab vergessen. Ja, das hätte jetzt kontern können. Ja, danke. Oh, darauf habe ich gehofft. Let's go! Oh, den blöden Klammergreier machen wir fertig. Ich mag aber diesen Kampf. Ich mag auch diese Characters, dieses böse Trupp hier in diesem Spiel. Ich mag die. Ja! Am Anfang wusste ich nicht, was ich für den halten sollte. Aber jetzt, wo ich ein bisschen mehr Interaktion gesehen habe, finde ich den eigentlich doch ganz cool. Okay, jetzt geht er das hier. Das geht auf Luigi, verstehe. Ja, das kann ich doch nicht schnell, rechtzeitig machen. Wie schnell willst du mal bitte sein? Hallo? Zur Hölle? Angriff, bevor wieder Klammergeier ruft. Jetzt schlägt er so. Ich glaube, ich mag den mit dem... mit seinem Traumgebissgesicht. Den mag ich nämlich am meisten. Der so am Doppelpunkt D ist. Aber was meint ihr? Wen findet ihr am coolsten von dem Trupp? Vielleicht ja sogar den Boss? Was mache ich hier gerade? Ich mache gerade Umflug. Mach den Hammer. Der hat auch so einen Hammerkopf. Bonk. Meine Frisur. Wahre Luigi sollte euch auch manchmal umschauen, ne? Bonk. Bonk. Ja, also einer davon trifft mich wie immer. Aber die BP kriegen wir zurück. Das ist gut. Denn die benutzen wir direkt. Und wirklich, wir brauchen dringend eine neue Paar-Attacke. Also das ist ja langweilig langsam. Ich mag zwar den Angriff hier, vor allem den von Mario, aber komm schon. Das ist langweilig. Nicht vor allem die von Mario. Ich meine, vor allem, dass die halt anders sind. Ah, egal. Nein! Ach, der hat mich getäuscht. Ich hab mich täuschen lassen. Was macht der jetzt schon wieder? Oh, den Unfug. Ah, der bounced, ich Idiot! Der bounced. Spring. No! Und move! What? Mario? Nein, Luigi! Steh auf, bitte! Alter, das ist jetzt lame. Das ist wirklich lame gewesen jetzt. Ernsthaft? So gehe ich Game Over? Das war absolut lame. Nein, nein, das war... Hä? Okay, ich habe noch mal ein bisschen hingekämpft. Es lief jetzt besser. Ich kann mittlerweile diese Spiegelattacke sehr gut. Aber ich bin trotzdem enttäuscht. Einfach nur enttäuscht, wie ich gerade Game Over gegangen bin. Und solche lamen Game Over sind der Grund, warum Leute dann denken, dass ich schlecht bin in diesen RPG-Spielen. Aber wirklich. Nur wegen so etwas Dummen. Ja, komm, das war jetzt schon wieder dumm. Ich hab noch... Oh, okay, das war eine andere Art von Dumme. Egal. Wir regen uns nicht auf, weil der Run ist gerade sehr gut. Und wir werden es schaffen.
Wir werden ihn besiegen! Das Verhindern und Ausrutscher. Jetzt ist er wirklich fällig. Er kann nicht mehr viel Leben haben. Hier geht's nicht. Ja, mache ich eigentlich immer beide Bros. Weil manchmal machen die halt so einen Rundum-Angriff. Diese Geier. Springen. Springen. Bleiben. Darauf hoffe ich nämlich manchmal, wenn die diese Attacke machen. Dass er den Pilz mitkommt. Pilz mitnehmen und dann hier mitkommt in den Angriff. Aber das ist nicht immer so. Der kommt nicht jedes Mal. Und das nervt tatsächlich ziemlich doll. Weil ich bin dadurch zum Beispiel vorhin auch down gegangen. Bei dieser gleichen Attacke, wo kein Pilz dabei war. Jetzt war zum Glück einer dabei. Musste ich keine Runde verschwenden. So, da kann man ruhig erstmal warten. Weil die gehen alle immer zum gleichen Bro, was ich persönlich sehr langweilig finde. Bonk. Muss wirklich. So, also wenn man mal gedrückt hält, dann hält man den Hammer hoch. Loslassen, drücken, loslassen, drücken. Ganz schnell. So, ungefähr. Ja, war ganz schnell. Oh, das war ein toller Treffer. Sehr schöner Bart, Luigi. Sehr schön. Komm, den machen wir fertig. Ich bin, hab ich jetzt keine Lust mehr. Okay. Na komm, mach deine üblen Tricks. Oh, jetzt machen wir was anderes. Schön. Freut mich. Das finde ich viel besser. Ich dachte auch, der würde das so machen. Seht ihr, wie lange der mal braucht? Das macht mich sehr nervös. Da treffe ich dann manchmal zu früh oder zu spät. Hier aufpassen. Jetzt geht's ab! Ja, bei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bei Mario kann man das schwer erkennen wegen dem 3D-Effekt, aber. Luigi war wirklich. Das ging auf meine Karte. Das war einfach nur schlecht von mir. Das gebe ich zu! Hä? Was ist gerade passiert? Ich hab doch gedrückt. Egal, er ist down. Yeah! Schlechter Hammerschlag! Ah, das kann ich nicht mit ansehen! Ah. Danke, wir nehmen deine solide Hose mal mit. Auch wenn wir die überhaupt nicht brauchen können. Boah, ich bin übelst underlevelt. Ich bin jetzt Level 13. Ja, kein Wunder, dass der Kampf schwer war, wenn ich nicht level. Ich dachte, die Ausrüstung würde halt alles wieder wettmachen, aber schau mal nicht. Ich weiß nicht. Ich muss einfach besser werden. Ich muss meinen Skill maximieren. Uff, die teilen ganz schön aus. Ich zieh mich besser erstmal zurück. Zu mir, Kämmergeier! Autsch! Hey, nicht so doll! Da haut er ab. Ich bin mir nicht sicher, was ich von diesem Typen halten soll. Aber dieser Steckdoof sieht aus, als würde er es ernst meinen. Ja. Hä? Was ist denn das? Das muss er wohl verloren haben. Oha! Ein Effektstecker! Sogar komplett mit Buchse! Damit lässt sich arbeiten! Du hast Effektstecker und Buchsen erhalten! What? Was machen die? Mir ist übrigens erst jetzt aufgefallen, wenn was? Hey! Die gehören mir! Okay, lass mal nicht reden. Effektstecker und Buchsen verloren. Was für ein Tag. Diese Effektstecker mitsamt Buchsen gehören mir. Ich habe sie ehrlich gefunden. Die gehören mir allein. Finger weg. Hört ihr? Gebt sie zurück. Was? Noch ein Kampf? Bro, kannst du dich einfach aufgeben? Wir haben dich gerade erst besiegt. Ah, der perfekte Zeitpunkt, eure neuen Effektstecker auszuprobieren. Dafür muss nichts weiter getan werden, als sie in die Buchse einzustöpseln. Ich habe das diesmal bereits vor euch erledigt. Ihr könnt das also gleich loslegen. Da hätten wir als erstes den Konter-Erleichterer. Der wohl, ja, Konter-Erleichterer oder so, keine Ahnung. Versucht doch mal zu kontern, ohne den Abwehreffekt zu aktivieren. Viel Erfolg! Okay. Das ist ein kleines Tutorial. Oh, ups. Was, einfach stärker oder was? Cool, oder? Mit seinem Riesenhammer haut man nicht so leicht vorbei. So ist das gemeint. Hat man einfach eine größere Hitbox. Und jetzt kriegen wir es auch noch mit Klemmergeiern zu tun. Klarer Fall für den Effektstecker mit dem tollen Namen Explodierer. Nehmt das, ihr Knaller. Konter, Erleichterer, Explodierer.
Effektstecker. Normalerweise stöpselt man Effektstecker ja mittels Effektstecker-Stöpseln ein. Da ich es aber für euch schon erledigt habe, macht euch diesmal keine Gedanken. Aha. Das ist so, man kann sich so einen Boost geben im Kampf. Das finde ich nett. Das finde ich ganz cool. Was heißt das, ich mache jetzt wieder Schaden? Oh ja, ich mache so einen Rundum-Angriff auch noch. Genau so. Mit solchen Explosionen erwischt man alle miteinander. Aha, ich mache mich doch besser vom Acker. Das war wirklich nur ein Tutorial, okay. Ich dachte, jetzt wird er wirklich noch einen Kampf haben. So ein Rematch, auf einmal. Zieht euch ruhig zurück. War wohl zu viel, einfach zweimal gegen mich anzutreten. Kann euch niemand verübeln, dass ihr aufgebt? Gegen mich hat niemand eine Chance. Ich bin schließlich das Meisterhirn der Brigade. Eure Taktiken waren effektiv, aber langweilig. Bietet mir das nächste Mal ein bisschen was mehr. Huaha! Ah, schreck mich doch nicht so und vor allem warte, bis ich rufe! Hey, aua! Wer soll das Meisterhirn sein? Kleisterhirn vielleicht eher. Zurück zum Thema. Was haltet ihr von den Defektsteckern? Alles klärchen soweit? Noch nicht ganz, aber ich werde schon sehen. Das war bisher ziemlich promising. Bin gespannt. Yahoo! Quick! Ich hab's! Wollt ihr wissen, woraus ich nie so ganz schlau wurde? Wofür die Dolmichter gut sein sollen, wenn man sie nicht futtern kann. Aber vielleicht sind Dolmichter dafür da, Effektstecker daraus zu machen. Meinst du? Schließlich enthalten Dolmichter doch jede Menge Chronergie. Ja, bin mir ziemlich sicher, dass das klappt. Na los, probieren wir es. Da haben wir schon ziemlich viele. Zunächst einmal solltest du wissen, wie man Effektstecker zusammenbaut. Oh, ist das wie Orden jetzt? Gehen wir doch mal die ganze Liste durch. Kugelhagler. Ich guck mal einfach mal das Beispielbild an. So. Szenerie. Okay, da kommt eine Kugel runter. Ah, wahrscheinlich müssen wir alle kaufen von 100%, oder? Ah, das macht Schwindler. Sichergeher. Oh. Schützt vor Statuseffekten wie am Boden und schwindelig. Ah, es wird automatisch ein Pilz eingesetzt, wenn man low ist. Oh, der ist geil. Den muss ich mir eigentlich holen. Sirup ist das gleiche und Frischwurz ist das gleiche. Oha. Okay. Ja, den Pilz hol ich mir auf jeden Fall. Den finde ich sehr gut. Den willst du, hä? Fertig. Ist beim Bauen von Effektstecker alles klar? Schön deutlich da sammeln und im Nu stehen mehr Effektstecker zur Auswahl. Wähle im Hauptmenü Effektstecker bauen und bau dir welche zusammen. Je mehr Effektstecker du baust, umso größer wird die Auswahl an herstellbaren Effektsteckern. Sammle auf allen Inseln Chronergie und baue immer neue Effektstecker. Oder Chronergie? Nee, Chronergie. Ja, richtig so. Ja. Ich dachte Chronenergie, aber nee, Chronergie. Um es kurz zu halten. Gut. Als nächstes gilt es, den frisch gebauten Effektstecker einzustöpseln. Ja, das wollte ich jetzt auch herausfinden. Nimm jetzt den Stecker, den du gerade hergestellt hast. Und wähle anschließend den Stecker, den du austauschen möchtest. Ah, man kann zwei haben. Alles klar, was das Einstöpseln von Effektstöckern gilt. Nur nicht vergessen, dass es nicht reicht, die zu bauen. Man muss sie auch einstöpseln. Ja, man muss sie aber auch im Kampf erstmal auswählen, dass man auf den Block springt. Oder? Ja. Im weiteren Spielverlauf erhöht sich die Anzahl verfügbarer Buchsen. Danke für den Spoiler. Effektstöcker stellen eine tolle Möglichkeit dar, deine Kampftaktik dem jeweiligen Gegner oder deinem persönlichen Spielstil anzupassen. Ohne Witz, Freunde. Das wird gerade immer mehr zu, hey, ich habe eine Ausrede, nicht zu leveln. Und was ich vorhin sagen wollte, mir ist aufgefallen, dass Mats zwar immer sagt, ich bin kein Schweinchen, aber woher kennt er Schweine, wenn wir auf dieser diese Dimension noch nie ein Schwein gesehen haben? Vielleicht werden wir auch nie ein Schwein sehen. Woher kennt er dann Schweine? Das finde ich fragwürdig. Oh, eine Sache noch. Effektstecker können nur begrenzt oft benutzt werden. Danach müssen sie wieder aufgeladen werden. Das übernehme ich dann. Ah ja, da steht ja auch, wie oft man die benutzen kann. Sobald die Anzahl auf 0 sinkt, beginnt automatisch der Aufladevorgang. Während der Wiederaufladungsphase erhält ein Effektstecker jedes Mal eine Ladung zurück, wenn Mario oder Luigi eine Aktion ausführen. Ah. Also dann ungefähr so 10 Runden, da kann man wieder. Also insgesamt 10 Runden in allen Kämpfen. Wird ein Effektstecker ausgestöpselt, kannst du diesen durch einen anderen aufgeladenen Effektstecker ersetzen. Wow, cool! Ihr versucht wirklich Konnektane zusammenzubringen. Also haben sie doch Kohle.
Hörst du eigentlich zu? Kohle, was? Verbindet ihr jetzt unsere Inseln? Wuhu, super! Dann müsste ich doch eigentlich auch. Nein, wir von Team Wirr können ebenfalls Helden sein. Wir können den Leuten helfen. Das weiß ich ganz bestimmt. Wie die gucken. Yay! Warte, bevor wir es weitermachen. Bauen wir noch mal mehr zusammen. Ihr seht, wir müssen alle zusammenbauen, um auch die krassesten hinten hier die noch 30 Stecker bauen. Um den hier freizuschalten. Das wird bestimmt ein richtig nicer Stecker. Was ist denn ganz interessant? Ja, ansonsten bauen wir sie einfach mal alle. Einfach mal bauen. Und Sachen freischalten. Wir haben ja eh jetzt bisher alles gesammelt und haben genug. So, wahrscheinlich werden wir jetzt frei. Vier, ne, mehr als vier auf einmal. Anti-Luftikus. Sprungattacken auf Gegner in der Luft bewirken kritische Treffer. Anti-Stachler. Das ist das gleiche für Hammer. Konterverstärker. Erhält den Angriff auf Konter. Oh, da mache ich so eine Schampfattacke. Wenn einer der Brüder in Ohnmacht wird automatisch ein One-Up eingesetzt. Oh, das ist geil. Ja, das muss ich sagen, das ist geil. Ausbeuter. Besiegte Monster hinterlassen öfter Items. Ja, One-Up-Pilz-Omatik wäre nice, wenn man mehr One-Ups als Pilze hat. Aber ich habe ja mehr Pilze als One-Ups, also habe ich lieber den Pilzorden. Aber Anti-Luftikus und Anti-Stachler sind sehr, sehr schöne Orden. Ich glaube, ich nehme den Anti-Luftikus. Weil für Bodengegner können wir zumindest noch die Panzer benutzen. Aber für Luft halt nicht. Deshalb nehme ich den. Finde ich sehr gut. Drei Stecker bauen. Ich lasse erstmal mit Stecker bauen. Da haben wir es, glaube ich, ganz gut gesteckt und gebaut. Machen wir den noch rein, bitte. Dankeschön. Also wir haben drei Kategorien. Wir haben einmal Angriff, Verteidigung und alles andere. Sowas wie Items. Alright. Das gefällt mir. Das ist mal was anderes. Das ist mal was Neues. Und das ganze Spiel ist also generell mal was anderes, mal was Neues. Was machen die? Oh, yeah. Okay, easy. So, jetzt wird erstmal angesteckt. Freunde. Ich habe Spaß an dem Spiel. Ich weiß, das Spiel hat sehr viele negative Reviews, aber ich weiß nicht. Wenn man nur die ersten paar Stunden gespielt hat, dann kann ich verstehen, dass man das Spiel vielleicht langweilig findet. Aber man muss einfach länger spielen. Dann erkennt man the beauty. Diese Lütje ist abgeschlossen und angebunden. Jetzt haben wir schon 5 Inseln angebunden. Waren da nicht mal 6? Vielleicht habe ich mich geirrt. Ich hatte das Gefühl, wir hätten jetzt 6. Jetzt können wir mehr Orte erreichen denn je, wie je zuvor. Ich glaube, wir können sogar jetzt in 3 verschiedene Orte, weil ich habe da auf der Map so einen Pfeil gesehen, der in 3 Richtungen gegangen ist. Und ich glaube, da geht die Strömung weiter. Ich werde es auch gleich zeigen, wenn ich die Chance dazu bekomme. Jetzt kriege ich die Chance dazu. Schön. Genau hier. Ach nee, das geht nach oben. Aber dennoch, das müsste doch eigentlich heißen. Nicht? Da oben? Nee, warte mal. Ich glaube schon, dass wir hier in 2 verschiedene Richtungen entlang können. Naja, schauen wir erstmal. Hä, Tau, was machst du hier? Wenn wir schneller fahren sollen, dann wäre ich, bis mir die Punkte vom Kopf fallen. Ach so, stimmt ja. Wir können ja auch schnell fahren. Habe ich vergessen. Ja, nichts zu sagen. Okay, wir gehen die Story. Hier geht die Story weiter. Willkommen zurück. Seid ihr irgendjemandem begegnet, der uns mit der Mauer beim Gigaleuchtturm helfen kann? Nee, leider nicht. Was? Ihr habt Vögel gesehen, die Leute entführen? Wie ist das überhaupt möglich? Daran ist allein diese Ausfallbrigade schuld. Oh, das ist also Kapitän Bora? Cool. Ihr habt aber einen großen Baum hier. Ist den schon mal jemand hochgeklettert? Gibt's hier auch was zu futtern? Hey, könnt ihr vielleicht mal die Klappe halten, wenn noch Anführerin spricht? Was machen die denn hier? Wer sind denn eure neuen Freunde hier? Irgend so ein Team Work, also aus der Lütje oder so halt. Nicht Work, Team Work! Mit dem Y! Was hat das mit dieser Ausfallbrigade auf sich? Genau, erinnerst du dich noch an die 3 Spinner beim letzten Gigaleuchtturm?
Die waren wieder da und haben Ärger gemacht, aber Mario und Luigi haben sie davon gejagt. Ah, die Auswahlbrigade und Steckdorf. Das alles bereitet mir große Sorgen. Die Vögel, die all unsere Nachbarn entfernen, werden auch von diesen Typen ausgeschickt. Ah, Mario und Luigi, habt ihr auch gesehen, wie diese Riesenvögel mit ihren Opfern fortgedüst sind? Ich wette, irgendwo in der Nähe gibt es eine Insel. Gar kein schlechter Gedanke. Da könnte was dran sein. Was fällt dieser Ausbaubrigade eigentlich ein? Ob sie die entführten Leute auf ihrer eigenen Insel wegsperren? Wir sollten versuchen, ihr Versteck aufzuspüren. Was zum... Habt ihr auch den Stern gesehen, der da gerade angeflogen kam? Ja, er flog Richtung Stern. Was da wohl los ist? Was, ein Stern? Ein Shooting Star? Hä? Das wollen wir uns mal genauer anschauen. Jetzt mir sagt, das ist wirklich ein Stern? Sehe ich das richtig? Mein Stern ist einfach so runtergefallen? Der ist nicht gefallen, der ist hierher geflogen. Alle miteinander, bitte schenkt mir Gehör. Chippy! Glitzerstern! Starlo, wie auch immer. Mein Name ist zwar Glitzerstern, aber ich bin kein Stern. Ah! Yahoo! Mario, Luigi! Was machst du denn hier? Und wo ist der Koffer? Was? Die kennt euch? Woher denn das denn? Aus dem Pilzkönigreich etwa? Ist doch jetzt egal. Viel wichtiger ist, dass ich was Entsetzliches zu berichten habe. Prinzessin Peach und ich, wir waren zusammen als... Ach so, ja, das war auf Atrakama. Da waren diese Entführungen und... Was? Ganz ruhig, erstmal Luft holen. Immer mit der Ruhe. Diese Prinzessin und du, ihr kamt also wie Mario und Luigi aus dem Pilzkönigreich hierher. Ja, genau. Oh, habe ich schon diese komischen fliegenden Vögel erwähnt? Moment mal, auf anderen Inseln werden also auch Leute verschleppt? Prinzessin Peach ist zum Glück viel zu clever, als dass sie sich entführen lassen würde. Dennoch sollten wir nach ihr suchen. Bitte, bitte helf mir, Mario und Luigi. Wie cool, die in 3D zu sehen. Es klingt, als wäre diese Prinzessin Peach hier sehr wichtig. Und wie? Mario, Luigi und mir bedeuten sie alles. Ja! Wir lieben Peach. Von Mario! Ja, endlich schalten wir eine neue Richtung frei. Hat ein bisschen gedauert. Baum? Was noch ein Pen? Bisschen Oxygen farmen. Genau wie ich es gesagt habe. Zwei Richtungen. Yeah! Da fahren wir dann nächstes Mal eine neue Insel hin. Der Baum! Was? Was war das? Ich glaube, der Baum zeigt uns den Weg. Los, wir sollten sofort nach Atrakama. Und die Vögel, was ist mit denen? Sollten wir nicht die Ausfallbrigade und Steckdorf suchen? Wir müssen rausfinden, wohin sie ihre Opfer bringen und diese Halunken dann umhauen. Da hast du gar nicht so unrecht. Zu welcher Insel könnten diese Vögel nur geflogen sein? Ich würde darauf tippen, dass es eine Splitterinsel sein muss. Die Vögel sehen nicht so aus, als könnten sie sehr weit fliegen. Sie müssten sich ausruhen irgendwann. Und nun? Suchen wir zuerst die Splitterinsel oder düsen wir direkt nach Atrakama? Schwingen wir die Haxen, sobald ihr bereit seid. Also können wir entscheiden? Oh, da fällt mir ein. Wo wir nun wissen, wie der Hase mit den Effektsteckern läuft, da wäre es ratsam, auf bereits angebundenen Inseln nach deutlichen Ausschau zu halten. Habe ich schon getan, aber gute Info. Ja. Ne? Ne, ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Links klicken, rechts klicken, vor allem oben klicken. Mhm, Luigi macht auch. Mhm, ja. Ja, ist richtig so. Mach das. Ja. Oh.